Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires, The Masquerade Bloodlines. Wir schleichen hier immer noch durch den Elfenbeinturm, in der Dunkelheit diesmal, weil wir das Licht ausgemacht haben. Und sind auf der Suche nach dem Prinzen. Ah, Munition. Okay, wir haben wieder alles volle Munition soweit. Nur die Frage. Dauer jeweils 24. Hat mal ein bisschen die Dauer von Auspacks erhöht, damit wir hier dann ein bisschen besser was sehen. Wenn wir hier schon durchschleichen. Ich glaube, von dort bin ich gekommen. Hier ist einfach nur eine Abstellkammer. Gehen wir mal durch die Tür dort. Fehlgeschlagen wohl. Muss ich also doch hier rum. So. Da waren wir ja überall drin, also müssen wir geradeaus und dann rechts um die Ecke, würde ich sagen. Und das werden wir auch machen. Hi. Kann ich die von hinten dann jetzt? Und tschüss. Haben wir hier noch wieder einen Computer? Kein Computer zum Computen. Hier auch anscheinend nicht. Nein, auch kein Computer zum Computen. Okay, von dieser Seite geht das Schloss diesmal auch nicht auf. Gehen wir weiter. Eine große Tür erfordert einen großen Quicksave. Hi. Ich bin ja schon versucht, eine Granate hinzuwerfen. Machen wir mal einen auf diesen hier. Bringt mir aber gar nichts. Ja, Verdunkelung kannst du wieder aufmachen. Habe ich die Waffe schon? Anscheinend ja. Ich gehe mal eben wieder. Munition auffüllen.
Okay, Munition ist wieder voll. Da kann ich den durchschmeißen. Okay. Die Waffe kann ich nicht aufnehmen, weil ich sie wahrscheinlich schon im Inventar habe. Aber ich mache jetzt hier trotzdem nochmal einen Quick Save, bevor wir in den Fahrstuhl steigen. Und das machen wir dann jetzt auch. Nach oben. Nein, Ladebildschirm. Und wo sind wir jetzt gelandet? What? Nee, lass das. Der Sheriff, ja. Heilung bitte. Hallo? Der teleportiert sich. Sehr wohl. Hallo? Wieso hat er nicht vernünftig geschossen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso der nicht vernünftig geschossen hat? Wahrscheinlich wurde er immer beim Nachladen unterbrochen von diesem Blöden. Ah, wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Und wir nehmen direkt die Uzi. Und wir machen hier direkt einen Quick Save. Danke. Und wir legen direkt los. Hallo? Ja, Mann! Nee, Verdunkelung wollte ich doch gar nicht. Inventory. Ist ja auf einmal so hinter einem auftaucht. Mann. Ja, ist okay. Was zur Hölle? Ich habe ihn doch schon fast geschafft. Das wird ein Spaß. Uzi nicht so effektiv.
Die Waffe auch nicht so effektiv. Nee, nee, will ich nicht. Geh weg. Hallo, lass das. Das ist neu. Wo ist er? Ich mach mal neuer Spielstand, Spiel speichern, Windschutz Tower Dach. Eieieieiei, ich hab da nicht genug Munition für die Waffe, das ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall muss ich erstmal irgendwie Ahnenblut, Aristokratenblut. Da hat er schon mal wieder ein bisschen was gebracht. So, kann ich jetzt hier in der Ecke so stehen bleiben? Ich weiß es gar nicht. Was ist das da für einer? Der hat eine Waffe. Kann ich mir den Blut holen? Jetzt nochmal. Ja, schmeiß deine Kollegen da weg. Komm hier hin. Mann. Jetzt. Hot. Mach das weg. Ich brauch Blut, Mann. Ich brauch Blut. Was macht er da? Er ist verschwunden.
Ich glaube, hier in der Ecke bin ich bisher noch recht sicher. Ah, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nicht auf mich schießen. Ja, ich kann mich jetzt bitte wieder bewegen. Dankeschön. Na, ich denke noch zwei oder dreimal treffen. Nicht auf mich, Mann! Alter, ich tue dir doch nichts. Will ich den jetzt echt umlegen? Ja, noch 1, 2, 3, 4 mal, 5 mal treffen oder so. Wenn ich mich denn hier wieder bewegen kann. Wenn man denn trifft. So nämlich. Ah, er ist tot. Da wären wir also beim Prinzen, haben den Sheriff besiegt und sieht mir ganz nach dem Ende aus jetzt. Und der Sarg steht hier noch, wir können den Schlüssel nicht einsetzen. Schauen wir doch mal, was der gute Prinz zu sagen hat. Like sire, like child. I should have killed you that night. How could someone as low as you injure me? You think you've taken everything away. But I still have my sarcophagus. Aber ich habe meinen Schlüssel. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvation. The key to my future. Sie freuen sich? Habe ich schon meinen Schlüssel erwähnt? Give me the key. Nö. I said, give me the key. Nee, das funktioniert diesmal nicht.
It can't end like this. Don't you see the Quajin will kill us all? I can't lose. I will open the sarcophagus. I'll build an empire. It won't end here. So, was antworten wir jetzt? Wir wissen ja, Beckett hat uns gewarnt, den Sarkophag auf gar keinen Fall zu öffnen. Und ich bin versucht, eigentlich ihn zu öffnen, aber ich glaube, ich vertraue auf den guten alten Beckett und lass den Sarg zu. Was wäre denn da die richtige Antwort? Ich denke, Antwort Nummer 1. Will ich ihn öffnen? Das überlasse ich Ihnen. Wie Sie, bin ich fort. Someone like you. Kid? Now ain't that a beautiful thing? Hey, Mesra, buddy, I'm talking to you. You don't really talk much, do you? Hey, it happened just like you said. They never even knew what hit them. That sarcophagus out there, and they just tore each other up trying to get to it. And the kid worked out all right, huh? Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. So, das war das Ende. Wie wir sehen, war es eine gute Idee, den Sarg nicht selber zu öffnen. Jack hat sich da einen kleinen Spaß erlaubt und mit seinem neuen Kumpel einen trinken gegangen und hat dann mal den Sarg schön mit Sprengstoff ausgelegt. Sehr schöne Sache. Das war Vampire, The Masquerade Bloodlines. Wie ich finde, immer noch ein sehr schönes Spiel. Grafisch nicht auf den neuesten Stand, ist klar. 10 Jahre alt, aus dem Jahr 2004. Durch die Grafikpatches und so, die ich installiert hatte, wurde es so ein bisschen aufgehübscht. Nicht perfekt. Einige Bugs waren immer noch vorhanden. Die Grafikbugs teilweise mit den Spiegelungen waren nervig. Charaktere, ja, sahen etwas besser aus. Nicht perfekt. Also Janet sah, glaube ich, im Original etwas besser aus, wie jetzt mit dem Patch, den ich installiert habe, beziehungsweise mit dem Mod.
Da gibt's definitiv bestimmt noch schönere. Da könnt ihr euch dann selbst mal einen aussuchen, wenn ihr das Spiel gerne spielen wollt. Aktuell zu haben auf Steam. Was heißt aktuell? Eigentlich schon längere Zeit auf Steam zu haben für, ich weiß es nicht genau, 15 Euro vielleicht, keine Ahnung. Und es lohnt sich. Auf jeden Fall, wenn es mal im Angebot sein sollte, dann ruhig zugreifen. Ist ein schöner Zeitvertreib. Ein sehr schönes Spiel. Macht Spaß und Geschichte ist auch okay. Und was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es hat gefallen. Vielleicht habe ich euch Lust gemacht, das Spiel selber zu spielen. Wenn nicht, dann ja, halt nicht. Müsst ihr selber wissen. Ich werde noch eine Bonusfolge hinterher schieben. Und zwar eine Bonusfolge mit den alternativen Enden, die es noch gibt. Es gibt ja, glaube, 5 oder 6 verschiedene Enden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Ende werde ich gleich noch direkt im Anschluss an die Credits anfügen. Und zwar, was passiert wäre, wenn ich den Sarg geöffnet hätte. Ich denke, man kann es sich vorstellen jetzt. Und wie gesagt, dann in der Bonusfolge noch in der Folge 90 müsste das dann sein. Gibt's dann alle Enden nicht in chronologischer Reihenfolge, das wäre Blödsinn, aber in irgendeiner Reihenfolge, die ich dann irgendwie zusammenschneide. Und ja, das bei den Credits jetzt hier, da wird sicherlich eigentlich Musik im Original laufen, aber ich musste ja einige Musiktitel aus dem Spiel entfernen, wegen copyright-rechtlichen Sachen. Da hatte ich ja bei einer Folge einen Treffer und deswegen wurde diese Folge gelöscht, neu aufgenommen von mir und aus dem Spiel halt sämtliche dieser Titel entfernt. Ist ein bisschen schade, aber ich kann es nicht ändern. Ich hätte auch mir die Mühe machen können, mit alternativer Musik irgendwie zu arbeiten, aber das war mir dann zeitlich immer so ein bisschen doof gefallen, das dann alles auszuprobieren und hinzukriegen. Von daher mussten wir das jetzt halt so durchstehen. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Nö, ich denke nicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Wenn nein, hinterlasst meinetwegen auch einen Kommentar, dass es euch nicht gefallen hat, was ich hätte besser machen können. Und dergleichen. Kritik ist immer eine hilfreiche Sache, egal ob positiv oder negativ. Halt nur nicht beleidigend werden dabei. Ansonsten sehen wir uns dann in der Bonusfolge wieder. Oh, Musik! Anscheinend wäre das eigentliche Credit-Lied jetzt zu Ende und anscheinend läuft jetzt wieder die normale Hintergrundmusik. Interessant. Wie gesagt, ansonsten sehen wir uns nochmal in einer Bonusfolge wieder und danach halt in einem neuen Projekt, von dem ich jetzt noch nicht sagen kann, welches es sein wird. Von daher erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Herr Mango. Bye bye.
kurz nochmal zwischendrin. Hier sehen wir jetzt gerade die Musiktitel, die ich halt aus dem Spiel entfernen musste. Beim Titel Bloodlines von Ministry. Dort hatte ich in den einen Video einen Treffer und deswegen habe ich das entfernt. Das ist das Lied, welches im Confession in Downtown gelaufen wäre. Komischerweise wurde mir bei YouTube ein völlig anderes Lied angezeigt, welches dort angeblich erkannt worden wäre. Zwar auch ein Lied von Ministry, aber ein völlig anderes. Naja, man kann es nicht ändern. Dann wollen wir doch mal schauen, was passiert wäre, wenn wir den Sarg geöffnet hätten. Like sire, like child. I should have killed you that night. How could someone as low as you injure me? You think you've taken everything away. But I still have my sarcophagus. Haha, eine Schlange mit Handschuhen, aber ich habe ihre Hände. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvation. The key to my future. Oh, bitte versuchen Sie, ihn zurückzuholen. Bitte. Give me the key. Das wird nicht passieren. I said, give me the key. Sie wollen eine große Wunde im Brustbereich? Ist mir ein Vergnügen. It can't end like this. Don't you see the Quajin will kill us all? I can't lose. I will open the sarcophagus. I'll build an empire. It won't end here. Was ist wohl in der Kiste? Wer kann das sagen? Oh, warte, ich kann es ja, denn ich habe den Schlüssel. No! I'm begging you! No! Wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate.
Farewell, vampire.